So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Rams ist der Dicke. Wir wollen wieder mal was testen und zwar haben wir heute Brochi Balls wieder mal da. Der Hannes hat die damals mitgebracht. 4 Tüten Brochi Balls mit 4 verschiedenen Geschmäckern. Ich weiß gar nicht mehr, was alles dabei war. Da gab es irgendwie Sucuk-Geschmack oder Sucuk, Schutzuk. Dann gab es irgendwie Kaugummi-Geschmack. Es gab irgendwie Chili Cheese, sowas ähnliches. Oder Cheese Jalapeno oder keine Ahnung. Auf jeden Fall Brochi Balls, wer die nicht kennt, ne? Hier 4Bro von 4Bro. Richtig coole Marke, feier ich. Mehr als dieses ganze Dirty, Shirin, Davids, das Zeug. Mehr als Capital Bra, sonst was. Denn die haben auch ihre eigene Eistee-Marke. Damit haben wir nämlich auch angefangen, der 4Bro Eistee. Den habe ich richtig gefeiert. Dann gab es die 4Bro Brochi Balls. Dann gab es die 4Bro Energy Drinks. 4Bro Cool Mint, sonst was. Dann gab es 4Bro Limonaden. Wir haben alles von 4Bro schon getestet. Und jetzt 2 neue Brochi Balls Sorten, die auch schon die ganze Zeit hier rumfliegen. Das ist zum einen nämlich hier 4Bro Brochi Balls Pizza. Also Käsebällchen, Pizzabällchen gibt es ja eigentlich schon seit Beginn der Urzeit. Und das ist hier 4Bro Brochi Balls Sweet Corn. Ist das so Popcorn-Flavor? Was ist Sweet Corn? Popcorn vielleicht. Sind jetzt nicht die heftigsten Sorten, muss man gleich dazu sagen, weil wenn das so nach Popcorn schmeckt und das nach Pizza, ist das ja eigentlich fast normal. Da fand ich die mit Kaugummi-Geschmack eigentlich noch am interessantesten oder Sucuk, weil das so richtig was Eigenes war. Wir halten die mal wieder hier hin fürs Thumbnail, ungefähr so. So, das muss reichen fürs Thumbnail. Mit was fangen wir an? Wir fangen eigentlich mit Pizza an, weil Pizza... Bällchen kennt man ja sowieso überall. Das dürfte jetzt kein überraschender Geschmack sein. Achso, müssen wir wieder unten aufmachen. Müssen wieder unten aufmachen, weil unten ja der ganze Geschmack drin ist. Damit uns das wieder komplett überfordert, geschmacklich und wieder viel zu viel ist. Und im Endeffekt schmeckt es alles nach Salz. Die sehen auf jeden Fall hier feuerrot aus. Das finde ich sehr gut. Und Adi, sehr schön, dass du heute gar nicht hier vorne rumtanzt. Weil dich das irgendwie alles gar nicht interessiert. Wir probieren jetzt einfach mal einen Bro. Ja? Nein? Doch? Ja, was denn nun? Du schlägst da dran rum, du traust dich nicht, okay? Wir probieren jetzt einen 4Bro Brochi Ball. Mit Pizzageschmack. Werfen uns gleich noch 2 hinterher. Und noch ein. Und noch ein. Und noch ein. Adi? Ich glaube, dem Adi ist das schon wieder zu viel. Er verkriecht sich lieber hier in seiner Ecke. Guck. Adi, Schatz? 4Bro? Die sind auf jeden Fall mega intensiv. Mega würzig. Aber die sind irgendwie wieder so soft. Die kannst du mit der Zunge zerdrücken. Wie soft die sind, hä? Kriegst du den halben Kiefer aus. Schmeckt trotzdem einfach nur noch normalen Pizza-Bällchen. Ist jetzt nicht das Rad neu erfunden worden, sagen wir mal dazu. Aber bevor ich losgehe und kaufe mir stinknormale Pizza-Bällchen, würde ich ab sofort immer die 4Bro Brochi Balls Pizza-Bällchen kaufen. Ich kaufe halt nie Pizzabällchen, also werde ich die wahrscheinlich auch nie wieder kaufen. Aber wenn ich welche kaufen würde, dann die von 4Bro, denn ich feiere die Marke einfach unglaublich mit Pizzageschmack. Und das schmeckt mehr nach Pizza, als die Dönerchips nach Döner schmecken. Müsst ihr euch mal vorstellen. Ich finde es trotzdem gar nicht so aufdringlich, muss man auch dazu sagen. Wir sind schon extra jetzt von unten eingedrungen, wo alles liegt. Jetzt haben wir hier Sweet Corn. Achso, da steht sogar, genau, steht hinten drauf. Mais-Snack mit Süßmais-Geschmack. Also, Süßmais einfach ganz normal. Wir machen es trotzdem wieder unten auf, weil unten ja alles versteckt ist. Der Süßmais. Oh mein Gott. Die sehen natürlich nicht orange aus. Die sehen jetzt einfach schön richtig hell aus. Sehen einfach aus wie Käsebällchen. Finde ich auf jeden Fall.
Sehr cool. Riecht wie Geflügelsalat. Wenn ihr gerne Geflügelsalat esst, dann auch hier nehmen wir mal wieder einen raus, probieren einen. Wow. Was ist das? Da brauchst du mehr. Hat wirklich ein bisschen was von Zuckerwatte. Finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Am Anfang denkst du so, oh mein Gott, was für ein Mist. Aber sehr interessanter Geschmack. Habe ich so auch noch nicht erlebt. Süßmais, wann ist das? Schmeckt nach Süßmais. Ich glaube, das passt sogar gut. Habt ihr schon mal Süßmais gegessen? So richtig extrem süßen. Aus der Dose vielleicht. Von Bonduelle oder irgendwas. Hat mir Fritz, glaube ich, mal mitgeschickt. Und sonst hätte ich nie so eine Dose Mais gegessen. Aber auch hier, wer gern was Süßes mag, nicht so was Herzhaftes, was Süßes, probier die mal. Finde ich cool. Hat ein bisschen so Jahrmarkt-Feeling und ist auf jeden Fall eine Sorte, die ich nicht normal im Handel bei irgendwas anderem habe. Alles so Pizza-Zeugs, Pizzageschmack gibt es überall an jeder Ecke. Aber Süßmais-Geschmack in was Knusprigen reingearbeitet. Auf jeden Fall sehr erfrischend, sehr anders. Broji Balls eben von der Firma 4Bro. Feier ich, hau ich mir noch ein paar rein. Dann gucken wir am Wochenende, dass Muttertier wieder da ist, wie die die findet. Ob die sagt, was ist denn das für ein Dreck? Oder ob die sagt, oh, hier ist so gerne Popcorn. Oh, das ist auch so lecker. Das finde ich richtig gut. Solche möchte ich auch haben. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Und kennt ihr die Broji Balls? Habt ihr schon mal Broji Balls probiert, getestet? Oder was gibt es noch für Sorten? Welche Sorten Broji Balls kennt ihr? Feiert ihr die Marke? Feiert ihr den Eistee? Feiert ihr die Limonaden? Schreibt es mir in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Ciao.